Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich verstehe nicht, warum der jetzt nicht runterfällt. Weißt du? Jetzt reicht's aber. Und jetzt fällt er einfach zu. Komm her. Ich will aber nicht, dass der zufällt. Komm, Pussy. Das ergibt ja keinen Sinn. Böser Pestspeichelwaran. Bei Fuß, du. Ja! Warum nicht? Was ist denn die verdammte Logik? Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. Und jetzt? Komm hier. Komm, Pussy. Ah, jetzt fällt er wieder zu. Und der fällt jetzt auch wieder zu. Genau das soll er ja nicht. Böser Pestspeichelwaran. Oh, ich werde noch warten. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. Das ergibt ja keinen Sinn. Und er fällt jetzt nicht runter, ne? Das ist ja das, was mich stört. Böser Pestspeichelwaran. Und jetzt fällt er. Ich raff nicht, was die Logik ist, dass das Ding schließt oder nicht. Ne? Wo ich denke so, ja, alles klar. Weißt du, das ergibt jetzt Sinn. Und zack, schließt die Klappe. Nein, die soll nicht schließen. Komm her. Und der soll hochkommen. Pussy. Böser Pestspeichelwaran. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. Jetzt reicht aber. Aber warum öffnet sich die Tür denn nicht, wenn ich jetzt nach rechts gehe? Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. Ich weiß, dass ich nicht nach links kann, solange der geschlossen ist. Das ist mir schon klar. Komm, Pussy. Aber wenn ich das mache... Gleich wird Papa ungemütlich.
reicht's aber. Komm her. Warum nicht? Komm, Pussy, 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 Pussy. Wieso schließt du nicht? Böser Pestspeichel, Waran. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. Reicht's aber. Komm her. Komm, Pussy, 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 Pussy. Ich gehe rätseln. Ich gehe dahin. Böser Pestspeichel war ran. Du Kröte. Verdammtes Arsch! Papa ungemütlich. Jetzt reicht's aber. Nein. Komm her. Pussy, 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 Pussy. Böser Pestspeichel war ran. Bei Fuß, du Kröte. Warum schließt du nicht? Bei Fuß zu Kröte, gleich wir bauen jetzt reicht's aber, ja, ich weiß, dass der Spruch ist. Schließt nur nach unten, okay. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. Reicht's aber. Komm her. Komm, Pussy, 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 Pussy. Oh, Gott sei Dank. Imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Das hat ein bisschen gedauert. Achso, ja, warte mal. Was denn da? Au! Out! Ah! Ich geht! Was war das denn schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist denn das? Jetzt wissen wir, wie die Murlocs wirklich so auf den Planeten kommen. Und ja, war mal zu eben gerade, ne? Ich hab da noch sowas. Hier so. Da müsste jetzt so Wind in mein Gesicht blasen und die Haare nach hinten flackern. Voll gut. Auch sehr schön. Auch sehr schön ist. Wo haben wir es denn da? Den Sound hast du dir nicht verdient. Danke, danke. Ich habe hier erstmal ein Ticket. Von hier aus komme ich da nicht ran. Dann geh da doch anders hin, Mensch! Hallo, ID-Karte.
Oh, oh. Was denn jetzt noch? Was hupt denn da? Uff! Oh, mal ein kleines Schiffchen. Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sich sputen. Meinen grünen Löffel wieder? Nee. Tut mir leid. Aber wenn du weiter so fleißig machst, Gau, gibt es bald irgendwann ein Pinken mit ganz vielen Sternchen. Jetzt schauen wir mal, haben wir noch an den Rohren hier irgendwas? Die Klitus irgendwas antun? Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Ja. Ich glaube, wir sollten McChronicle mal ein paar Antipillen geben. Der sieht nicht so gesund aus. Alles in Ordnung bei dir? Bitte töte mich! Ha, demnach. Bitte töte mich! Ja, komm, wir haben noch ein bisschen Gegengift. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Oh, das stinkt jetzt. Quelle douleur, quelle mie. Oh je, was ist denn los? Oh. Aufhören, bitte aufhören. Nein, weitermachen. Könnten wir noch ein bisschen... Oh, geil. Aufhören, bitte aufhören. Knatterradröt. Jetzt hören wir schon, aber... Was für ein... Teufelszeug hast du mir da gegeben. Pipi Kakao. Gib mir mal. Dankbarkeit, ja? Ich habe dir immerhin das verpfuschte Leben gerettet. Ja, aber um welchen Preis? Was stimmt bloß nicht mit dieser Belüftungsanlage? Entschuldigung, du hast ein Auge. Aufhören, bitte. McChronicle ist mein Spirit Animal. Ist klar. Aufhören. Bitte aufhören. The Chronicle ist mein Spirit Animal. Bitte aufhören. Der Moment, wo Frauen sich unbeobachtet fühlen. Aufhören. Bitte aber glaubt, aufhören. Ich bei einem Laktoseanfall. Aber der Käse war so lecker. Aufhören. Bitte ganz aufhören. Ehrlich. Ich gebe auch gerne Tabletten ab. Ganz ehrlich, uns Männer juckt das herzlich wenig. Also ich für meinen Teil kann hier sprechen und ich kenne... Aufhören. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Mann, den es wirklich stört, wenn eine Frau pupt, ne? Aber ganz ehrlich, wir Männer, wir pupen einfach so. Das ist, viel, das ist egal, es sitzt ein Kerl im Raum, so... vor allem, und alle so... Das sind Männer, wir sind so. Aufhören. Ganz ehrlich, wenn eine Freundin furzt, ist das auch so... wir haben Spaß dran. Wir haben da einfach Spaß dran. Ja, Käse hat weniger Laktose. Sahne ist das Teufelszeug. Und Sahne ist so lecker am Essen, ne? Aber wenn du meinst, dass das schon übel wäre, da geht noch mehr. Also ganz ehrlich, uns Männern stört das, glaube ich. Also ich sag mal, ein Großteil von uns Männern stört das wenig, wenn die Frau auch mal pupt. Bitte aufhören. Nein, Mann, aber. Von hier aus komme ich da nicht rein. Ja, dann geh da noch hin mit. Aufhören. Aufhören! Schleicht er da heimlich hin. Dann niedlich wieder hinschleicht. Leider hat rot. Bitte aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm aufhören. Bitte ein Stückchen näher. Bitte aufhören! Dann nehmen wir die ID-Karte und schieben sie in den Schlitz. Eine WG mit Anige nur, wenn zwei Toiletten hätten. Hey, du da! Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel... Und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist sehr laut. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht.
Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollten sie mir noch vorstellen. Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Klites. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Definitiv charmant. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Moment, ich bin da auch dran. Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Klites. Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. So ist es damals passiert. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Ja, herzlich willkommen auf Elysium. Alles ist schön, Musik, beruhigend, leichtes Vogelgezwitscher, überall verschnörkelte Sachen, Muscheln, Pflanzen, unsichtbare stinkende Fürze. Die Lautlosen bringen den Tod, in der Tat. Aber so ist das leider, Leute. Das ist ein natürlicher Prozess, ihr braucht euch dafür nicht schämen. Und einfach nur Random Facts. Wir sind wieder beim berühmten Slice Random Facts. Unnützes Wissen to go. Für die Leute, die wie ich auch mal einen Pup wegdrücken. Also nicht rausdrücken, sondern mal wegdrücken, damit andere nicht mitbekommen. An und für sich eine dumme Idee, denn die Gase müssen ja irgendwohin entweichen. Und tatsächlich ist es so, dass die Gase auch entweichen. Und wenn sie nicht unten rauskommen, rat mal, wo die Gase hingehen. Ihr schiebt sie ja wieder hoch. Richtig, sie arbeiten sich tatsächlich langsam hoch und ihr tut sie ausatmen. Ins Gehirn? Nein. So hoch dann doch nicht. So hoch dann doch nicht, Annie. Ja, da ist genug Platz aus den Ohren! Aus den Nasenhaaren! Ein Rüpser ist ein Magenwind, der den Weg zum Arsch nicht findet. Ja, das hat tatsächlich gewissermaßen nicht ganz Unrecht. Uriges Ziel. Du bist plötzlich aufgetaucht, reichst durch die Zeit, weiterhin die Sprengung und die Boni verhindern. Sorry, musst du mal kurz gratulieren. Wir sind ja unter uns, klar. Soll ich dir sagen, womit du deinen Kerl beeindrucken kannst, Anni? Stellst dich, wenn du das nächste Mal pupen musst, stellst dich bewusst in den Raum. Stellst dich hin wie Peter Pan. Beide Hände in die Seiten. Guckst ihn an. Und dann machst du... Am besten noch so leicht das Bein anheben und den Hintern. Und dann guckst ihn an. Und machst High-Five-Geste. Und ich wette, du bekommst einen High-Five dafür. Und er so... Und dann musst du auch machen... Und dann macht ihr beide... Im Bett unter der Decke pufst und sein Gesicht dann unter die Decke stecken, Anni. Uff.
Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Da musst du rechnen, dass er das halt irgendwann auch bei dir macht. Und glaub mir, er wird die richtig bösen Pupis nehmen. Moin Goldi, alles fit? Schön, dass du reinschaust. Liebe die Blähung! Genau, bändig die Blähung und liebt sie. Was ist das für ein Stream? Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, lieber. Chat und YouTube. Bis gleich. Ciao. Oder morgen für YouTube. Tschüss.